Schön. Wow, was für ein Tag. Unglaublich. Ja, dann haben wir jetzt, jetzt vor der größeren Pause noch die Daniela Hutter, die einfach auch sehr präsent ist in diesem Thema. Genau, und die werden wir jetzt dazu schalten. Schönes Bild, sehen wir schon mal. Ja, ich sehe, ich höre euch nur. Wird schon besser. Jetzt dreht sich's. Sehr So, schön. hallo. Hallo, grüße Also höher dich. geht mein Sessel nicht. Ich hoffe, das ist jetzt hoch genug. Wunderbar. Ja. Ja, willkommen, Daniela. Ja, wir kennen uns jetzt auch noch nicht persönlich, hatte aber den Impuls. Nein. Das, ja, höre ich hier und da von dir, man liest von dir viel. Gerade auf diesem, ja, auf jeden Fall passt du in diese Konferenz Weiblichkeit erwacht, erwachte Weiblichkeit, da ja große Pionierarbeit auch leistest und ja, freue mich, was du da einfach dazu beizutragen hast, uns zu geben, zu schenken hast, uns allen. Gut, gleich loslegen, ne? Ja, total gerne. Ja, ich sag danke für die Einladung, euch zwei Lieben. Es ist für mich immer schön zu schauen, an wie vielen Ecken über die Jahre an diesem Thema sozusagen gearbeitet wird, das Feld aufbereitet wird. Denn als ich damals begonnen habe, also ich bekam so diesen Auftrag, wirklich in der Meditation mich dem Frauenthema zuzuwenden, andere Teile meiner Arbeit ruhen zu lassen. Und dann habe ich es damals gegoogelt. Also es hieß in der Meditation, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Und da gab es keinen Begriff dazu damals. Und googeln wir heute dasselbe, dann haben wir, weiß ich nicht, hunderte Seiten an Ergebnissen. Also da sieht man, dass dieses Bewusstsein tatsächlich jetzt da ist, angekommen ist. Und ich denke, die Frauen haben auch schon viel Information bekommen, nur ganz oft fehlt diese Brücke hin, wie lebe ich es denn jetzt? Na, es gibt Channelings von Maria Magdalena, es gibt Channelings von Shakti, haben wir heute gehört, und. Aber wenn die Frauen dann ganz alltäglich in ihrem Leben stehen, mit ihren Aufgaben zu tun haben, ihren Pflichten, Beziehung, Partnerschaft, Sexualität, dann fehlt wirklich oftmals so, und wie geht das jetzt? Und an dem war ich jetzt einfach viele Jahre dran, in meinen Vorträgen und auch im Schreiben den Leuten so ganz irdisch, ganz praktisch eine Idee zu geben und auch die Frauen und Männer darüber zu informieren, was es bedeutet, wirklich Mann und wirklich Frau zu sein. Wobei ich mich eher um die Frauen gekümmert habe, weil ich kenne mich ja als Frau nicht so gut aus, wie sich der Mann anfühlt. Was ganz oft eigentlich aus meiner Sicht der Dinge immer übersehen wird, ist, dass wir an und für sich ja alle schon Frau und Mann sind. Und der Mann als solches eingebettet ist in ein natürliches Energiemuster des Mannseins und die Frauen nicht das Problem haben, dass da ganz was Neues kommen muss, sondern vielmehr das Problem haben, dass ein männliches Energiemuster sich über ihre tiefe Weiblichkeit, über die Generationen, über Jahrhunderte drüber gelegt hat. Zum einen, weil Frauen
wenn sie wahrhaftig wirklich Frau waren, mit all dem, was ihr Sein ausmachte, nämlich diese tiefe Intuition, diese tiefe Weisheit, dieses tiefe Wissen, das war ja über Jahrhunderte hinweg, wenn wir ans Mittelalter denken, lebensgefährlich für die Frau zu leben. Und deshalb haben sie es zurückgezogen, wie die Pflanzen im Herbst das Grünzeug einziehen. Ne? Das ist tief in uns da, das ist nicht weg, aber es ist nur ganz, ganz tief und das muss neu genährt werden, als es wieder wachsen kann und gelebt werden kann. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, dass dann die Frauen sich eine Lebensweise angeeignet haben, die dem Überleben diente. Das war eine Form des Dienens, das war eine Form des Funktionierens, weil es einfach gefährlich war. Denken wir dran, wie lange Frauen keine Rechte hatten. In der Schweiz gibt es ja Kantone, die, da bin ja ich schon groß gewesen, haben die erst mal Wahlrecht bekommen. Und dann passierte was über Emanzipation und Feminismus, so wenn wir jetzt an Emma Schwarz, alle Schwarze und ihre Emma-Bewegung denken, die haben den Weg frei geboxt für ein anderes Frauenbewusstsein, aber es ist wieder gekippt. Na, Frauen sind dadurch, haben sich der männlichen Energiemuster bedient. Sie haben sich um Kampf, sie haben sich mit Kraft, mit nach vorne pirschen, mit Ellbogentaktik, mit all marsischen Kräften sozusagen einen Platz erobert. Nicht, dass das schlecht gewesen wäre, aber diese tiefe weibliche Essenz blieb darin einfach nach wie vor verborgen. Die wurde darin nicht genährt. Und jetzt so mit Ende dieses letzten Jahrtausends war aber wirklich dieses Feld, was so von der höheren Ebene zu uns gekommen ist, so ganz tief da und hat uns ermutigt, lebt jetzt das Frausein, lebt das Weibliche. Und da ist die Frage, was bedeutet es? Das haben, ich habe so im Ansatz ein paar Vorträge mitgekriegt, haben wir ja auch gehört. Ich meine, wir müssen nur schauen, was ist Frau? Wenn Frau heute ein Kind empfängt, dann nimmt sie auf. Ne? Sie hat einen empfänglichen Modus. Wenn Frau das Kind austrägt, schenkt sie Raum, sie nährt, sie ist mit Natur und Schöpfung in Verbindung. Sie ist im Vertrauen, dass zum rechten Zeitpunkt etwas geschieht. Das sind alles urweibliche Qualitäten, die wir nicht nur zum Kindergebären brauchen, sondern in unserem alltäglichen Tun. Also ich sitze ja in dem Unternehmen meines Mannes. Auch dort ist wichtig, dass ich als Controllerin nicht mit Mars arbeite und sozusagen nur die Logistik aktiviere und nur die Ziele und dieses Wissen wollen, analysieren wollen, sondern dass ich da dem Unternehmen, den Mitarbeitern, den Kunden diese weibliche Qualität auch zugänglich mache und möglich mache. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, also da kommt, wenn wir so leben, nähern wir unser Frausein und dadurch wächst dieses Pflänzlein und steht der Gesellschaft zur Verfügung, nicht nur, wenn wir Heilerinnen sind, nicht nur, wenn wir keine Ahnung, intuitiv arbeiten und Kartendecks lesen, ja, oder rausgehen in die Natur und Pflanzenwissen bringen. Diese tiefe weibliche Qualität braucht es überall. In den Banken, in den Schulen, haben wir schon gehört, man kann nicht immer eine neue Schule gründen. Wenn Lehrerinnen ihr weibliches Wissen entdecken würden, dann könnten wir so gut auf Bestehendes aufsetzen und kämen ganz anders voran. Ich muss so schnell ganz viel erzählen, ne? Viertelstunde. Und also das ist so das eine, wo ich einfach sage, Frauen, erinnert euch an dieses Weibliche und nährt es, indem ihr es lebt. Und dann ist dieser innere Level, den wir haben, ne? Wenn ich sage, das ist weiblicher Modus, das ist männlicher Modus. Es ist wichtig, dass wir Frauen auch den inneren Mann bedienen, ebenso wie der Mann die innere Frau bedienen darf. Aber wenn wir Frauen zu sehr im männlichen Modus leben, also man kann sich da zwei Säulen vorstellen, wenn jetzt, ich sage mal, fast alle Frauen, die nicht so bewusst mit dem Thema umgehen, sind sicher bei 70% männlichem Energiemuster, dann ist ihre Funktionalität
auf einem männlichen Programm aufgesetzt und ihre Körperchemie spielt im Spiel zwischen männlich und weiblich nicht mit. Beim Mann ist das ja kein Problem, wenn der 70% in seinem Energiemuster unterwegs ist, dann bleibt er Mann. Dann geht er der Frau nicht ab. Aber wenn wir Frauen zu hohen männlichen Anteil in uns tragen, dann verlieren wir die Magnetkraft insofern, als kann man sich wirklich vorstellen wie zwei Magnete. Wenn der Spendende, der Pluspol, der Mann und der Minuspol, das Empfängliche, die Frau, sich gegenüberstehen, dann ziehen sich die an. Wenn die Frau in ihrer Magnetkraft eben auch im männlichen Modus ist, dann kommen die nicht zusammen. Und da fehlt Anziehungskraft. Und darin liegen ganz viele Probleme in der Sexualität. Ich habe gerade gehört, dass die Alexandra auch über Sexualität gesprochen hat. Sexualität ist das Wichtigste zwischen Mann und Frau. Weil, ich sage, wenn wir an die Form von Inkarnation, von Wiedergeburt, an dieses Weltbild, wenn wir zu diesem Weltbild Ja sagen, dann erkennen wir auch, dass eben Seele hierher gekommen ist, um im Menschsein eine Erfahrung zu machen. Und wenn heute in der spirituellen Szene davon gesprochen wird, hier tauchen wir ein in Dualität und ich will wieder zurück nach Hause und in die Einheit, dann sage ich, das Zuhause von Mann und Frau liegt im Mann und Frau sein, denn wenn sie zueinander kommen, wenn sie im Orgasmus zueinander finden, dann löst sich diese Dualität auf und sie finden sich in einer Einheit. Und dazu braucht es diesen weiblichen Modus, den wir eben, wie gesagt, durch unser Sein nähern einerseits. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, das ist Körperchemie. Die Alexandra hat auch schon gesagt, Frauen, lernt euch kennen, macht euch bekannt um euch, um euren Körper, um Sexualität, weil Kirche ja so lange auch das unterdrückt hat, wissen wir alle viel zu wenig. Wir haben ja viel zu wenig gelernt, wie das funktioniert. Frauen müssen einen weichen Körpermodus haben, um entspannt zu sein. Das bedeutet, um im Sex aufnehmen zu können, muss eine Frau entspannt sein. Beim Mann ist es umgekehrt. Damit der in eine Erektion gehen kann, damit der überhaupt in die Frau eindringen kann, muss sein Energiemuster ein spannendes Energiemuster sein. Das bedeutet, hat der Mann einen Stress im Körper, macht ihm das viel weniger wie der Frau, weil wenn Mann angespannt ist, kann er das in der Sexualität nützen. Uns Frauen steht angespannt sein und wir kennen es aus dem Alltag. Wir haben zu tun, wir machen und zack, bumm, dann soll man noch Liebe machen. Wenn man da vorher nicht dafür sorgt, dass wir Oxytocin ausschütten, sprich in diesen entspannten Körper kommen, dann können wir gar nicht auf dieser ganz tiefen Ebene, die in die Einheit führt, die auch in dieses göttliche Miteinander führt, wo wirklich Frau und wirklich Mann sich begegnet, dann steht dieses Angespanntsein im Weg. Und es ist ganz unspektakulär, unspirituell Oxytocin auszuschütten. Da reicht eine Badewanne, da reicht ein Glas Rotwein, da reicht eine liebevolle Massage dazu. Es kommt nicht von umsonst, dass Frauen gerne Wellnessurlaube machen, weil sie da dieses Wohlfühlhormon ausschütten. Das ist das, was Männer oft nicht wissen. Das, was Frauen oft nicht wissen, ist, dass die Männer unmittelbar nach dem Orgasmus Oxytocin ausschütten. Also das ist von der Natur ein bisschen verkehrt gelenkt. Die einen vorher, die anderen nachher. Drum haben Männer so gern Sex, ne? Weil einfach ihr Körper nach diesem Wohlfühlhormon verlangt. Und wenn man so schaut, jetzt in der, wo die Leute halt nicht so bewusst umgehen mit Thema Sexualität, heißt es, Männer wollen immer nur das eine. Das ist ganz eine ungerechte Anschuldigung, ist nichts anderes wie eine Körperchemie. Und ich finde, das ist eine wichtige, ganz irdische, ganz menschliche Basisinformation, die die Frauen einfach wissen müssen. Ne, das, wie funktioniert der Körper, als dass sie zusammenkommen können. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt und so liebevoll, wie ihr miteinander seid, bin ich auch mit meinem Mann, ich bin auch ganz glücklich, so eine bewusste Begegnung gefunden, sich erarbeitet zu haben über viele, viele Jahre, immer wieder dranbleiben, ne, wie im Garten bei dem Pflänzlein. Denn ich bin eben zutiefst davon überzeugt, dass
wirklich Frau und wirklich Mann miteinander. Darin liegt die Zukunft in unserer Welt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt was Neues sein muss. Wir haben es da, wir haben die Frauen da, wir haben die Männer da, wir haben das tiefe Wissen in uns, wir haben den spirituellen Zugang da, die göttliche Schöpfung hat für das morphische Feld gesorgt. Ich meine, wir müssen nur schauen, was da für ein Markt draußen ist. Da braucht es kein Shift mehr. Es braucht nur unsere Bereitschaft, dass wir da einfach wirklich, wirklich auch eintauchen. Und der eine Satz, den ich so sehr liebe, er ist nicht von mir, er ist von Jung, aber ich finde, er sagt einfach alles. Wenn zwischen dem Männlichen und zwischen dem Weiblichen eine wahrhaftige Beziehung zustande kommt, dann geschieht das Gleiche wie mit zwei chemischen Stoffen. Es entsteht etwas Neues. Und ich finde, das ist so die Essenz, was für erwachte Weiblichkeit, wenn eine Frau überhaupt ein Ziel haben darf, ne? Weil da geht sie sofort in Mars-Modus. Sie soll im weiblichen Modus bleiben. Aber wenn wir ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision haben, dann ist es wirklich wahrhaftiges Frausein und wahrhaftiges Mannsein. Jeder für sich, in sich und dann auch miteinander und aus diesem Weiteren dann auch eben in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Und ich glaube ganz, ganz fest daran und ich all mein Tun und all meinem, was ich so spende an die Welt, ist wirklich, weil ich an diese Vision glaube, dass es wird kommen. Wir dürfen nur nicht ungeduldig werden. Das waren genau 15 Minuten, ihr zwei Lieben. Ich könnte schon noch eine Stunde, aber ja, können wir gerne. Bekannt. Ja, können, also gerne. Also schön, ja, schön weiß. Deine Art, schön dein, also total gerne mit dir. Einfach auch nochmal eine Sendung dazu. Ja. Also ja. Von ganzem Herzen ja. Gerne. Also. Jederzeit sehr gerne. Es liegt mir einfach sehr am Herzen. Dein, ich erlebe es in meiner Familie, was es einfach. Wenn wir diesen Frieden mit dem Weiblichen und dem Männlichen nicht finden, dann können wir, weißt du, dann können wir chanten und meditieren und Räucherstäbchen. Das ist Quatsch im Verhältnis zu dem, was das alltägliche Leben bedeutet. Ne? Und ich kriege da immer so manchmal schon einen dicken Hals, wenn ich oft so Channelings um Channelings lese und auch ich kenne ja viele Menschen im Background dann und dann denke ich mir, hallo, wir müssen es leben. Ja, nicht drüber philosophieren, uns einlassen, auch auf eine Begegnung. Jeden Tag, wenn mir ein Mann begegnet, jeder Mann soll das Recht haben, dass er sich in mich verliebt. Hm. Ja, so für einen Augenblick. Hm. Weil dann berühre ich ihn im Herzen. Ja. Wir müssen ja nicht eine Beziehung eingehen, aber dass wir in jeder Begegnung stets erinnert werden an die Liebe. Hm. Na, weil die Liebe ist es, was es ausmacht. Drum flirten die Menschen so gern, weil sie da sich im Augenblick an die Liebe erinnern. Und das ist es, was wir raustragen sollen. Mhm. Auch bei den Frauen. Mhm. Augen schauen, lächeln. Ja. Mhm. So. Mhm. Oh, schön. Ganz schön. Wow. Wow. Sehr schön. Mhm. Ganz schön mit dir, Daniela. Ganz schön. Ja. Wow. Ich bin sehr berührt. Ja, ganz auch. Wichtig, ja, das Tägliche. Ja. Finde ich wirklich. Eben vielleicht. Ich würde mich freuen, eine Sendung mit euch zu machen, wirklich das so, auch mit euch als Paar zu plaudern, ne? Miteinander über das Männliche und Weibliche, weil es gibt nichts Wichtigeres wie. Ja. Und ich habe auch erlebt, ich mache ja Seminare mit Frauen und schon seit vielen Jahren, dass wenn so diese Essenz, auch diese vielen Singles, ne? Wenn diese Essenz, wenn sie in so schaffen, plötzlich für den Mann nur kurz das Herz aufzumachen, einfach für das Männliche, auch in sich, weil oft ist mit dem Wunsch fürs Weibliche verdrängt man ja das Männliche an sich so und das ist so oft dieser Gegenpol, der sozusagen den Prinzen aufs Magnet fernhält, ne? Und wenn sie wirklich da so das Herz aufmachen, dann erlebe ich ganz schnell, dass die ruckzuck vom Markt sind sozusagen. Ja. Und das gleiche Leben dürfen wie ihr zwei und wie ich hier auch. Mhm. Ja. Ja.
Ja, das war auch unser Anliegen, dass wir hatten ja auch zwei schöne Paare auch noch dabei, die auch von ihren Erfahrungen gesprochen haben. Und das war uns auch jetzt ein Anliegen, immer mehr und mehr auch Paare, also so wie du es jetzt sagst, auch zu zeigen, hey, es geht, es gibt's und das muss man sich tatsächlich also dranbleiben, erarbeiten. Ne? Das ist nicht nur Friede, Freude, das ist, wow, das ist immer wieder ein tieferes Einlassen und immer wieder tschuk, und ja. Wisst ihr, mein Mann war auch, ich sage mal, so ein Stückchen Zeit verzögert hinter mir, ne? Und da gibt es schon den Punkt, wo ich zum Beispiel auch immer das Gefühl gehabt habe, ich möchte auch einen spirituellen Mann, ne? So. Und jeder glaubt immer, mein spiritueller Mann ist vom Himmel gefallen. Dabei war es einfach wirklich ein stetes Miteinanderbleiben und ein stetes Miteinander auch in Kontakt bleiben, dass er sieht, was macht meinen Tag so reich und dass ich ihn einlade und dass er langsam auch Vertrauen aufbauen kann, weil viele Frauen ja das Gefühl haben, mein Mann geht diesen Weg nicht mit. Die Männer, Ja, das hört man ständig, ja. ich erlebe einfach, wenn Frauen die Angst fallen lassen, sich wirklich in diesem neuen verletzlich, weil Herz öffnen bedeutet verletzlich zu sein, ne? Und wenn sie da wirklich diese Angst fallen lassen und sich in diesem neuen zeigen, was sie für sich entdecken, den Männern, die sie schon haben, dann geht fast jeder Mann mit. Ich erlebe selten, dass einer davonläuft. Wirklich selten. Wenn man, das dauert, ne? Das geht nicht so über Nacht. Und sich nicht Ja. drüber stellt und meinte, man hat jetzt, ja. Genau, ist weiter und besser und mehr und so weiter, klar. Oh, danke schön, Daniela, von ganzem Herzen. Und ich melde mich, ja. Schön. Schönen Abend Ja, euch danke zuhören, ne? schön. Ja, danke. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Oh. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich bin echt begeistert. Ja, ohne die Menschen Boah. vorher so zu kennen und ja. Ja. Eigentlich könnte man jeden Abend so eine Sendung machen. Ja, ich glaube, es geht auch immer mehr Weil das ist darauf so hin. tief, ne? Also, ja, es geht weiter. Es geht weiter. Es bleibt nicht bei der Konferenz stecken, das merke ich immer mehr. Ja. Ja, ab Cool. 9 werden wir mehr Kunst, mit Kunst, denn Kunst, ob tanzen, singen, Poesie, eine Poesie auf Französisch werden wir haben, Von einem Mann. von einem Mann. Und wird Silvana da Cunha aus Brasilien, Guillaume, Wolfgang Edelmeier, die Sabine. Der Peter Engelhardt als Maler. Das heißt, dass wir die Magie der Kunst, durch die Magie der Kunst gehen wir in das Thema rein. Und das freut mich. Mich auch. Alle diese Aufzeichnungen sind unten zu sehen, Schritt für Schritt. Ansonsten morgen, übermorgen werden sie alle in die Seite, wo wir die Veranstaltung angesagt haben, alle gespeichert. Und ich werde noch eine Seite bei unserer Konferenz machen. Dankeschön. Erstmal bis hierher fürs Dasein, dabei sein, mitwirken. Boah. Also, erstmal sacken lassen. Danke, Also, danke. sobald ich ausschalte, wird das Autopilot starten, aber ihr könnt unten immer auswählen, welche Sendungen ihr sehen wollt. Könnt ihr das auch Wähle gezielt dich. machen? Also, kopieren. Tschüss. Bis um 9.